Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Die Apple Keynote 10. September 2013 ist vorbei und gemeinsam mit euch will ich das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Für die Leute, die dem Ticker nicht folgen konnten oder keinen zur Hand hatten, habe ich hier den Ticker von Apfeltalk und werde ihn gemeinsam mit euch jetzt nochmal durchgehen und euch meine Meinung dazu sagen. Ich bin Apple-User seit vielen Jahren und habe auch das iPhone seit dem 3GS viel im Einsatz und laufend im Einsatz für alle möglichen Tätigkeiten und war natürlich genauso gespannt wie wahrscheinlich ihr auf diese Keynote. Also ich habe hier diesen Ticker, den scrolle ich einfach durch und sage euch zu den einzelnen Punkten einfach meine Meinung, was ich davon halte bzw. welche Infos das es eben gibt. Also gut, blättern wir mal los. Ich zoome das wieder ein bisschen größer. Es war auch von Apfeltalk ein Livestream, der irgendwas bei 13.000, 14.000 Zusehern hat. Das war wirklich nicht schlecht. Und da geht es auch schon los. ADQ ist hier zu sehen. So, das Zeug, was nicht so interessant ist, scrolle ich einfach mal so durch. Da ist der Tim Cook. Und dann geht es schon mal los zum Thema iTunes Festival. Das iTunes Festival ist etwas, was mich nicht so getroffen hat, was für mich nicht so interessant war. Da ist einfach darum gegangen, dass etliche Interpreten bei iTunes, also über iTunes Events live gestreamt haben. Man sieht hier, 20 Millionen iTunes-Nutzer haben sich für ein Ticket angemeldet, um dort live dabei zu sein. Und es ist schon faszinierend, dass schon wirklich Größen dabei sind: Elton John, Jack Jackson, Lady Gaga, Justin Timberlake und und. Also wirklich namhafte Musiker, die da mitgemacht haben. Und eins muss man schon sagen: Apple hat mit iTunes Musik ja schon in eine neue Richtung gebracht. Man sieht hier, über 100 Länder haben live gestreamt, die Events. Und iTunes, mag man es oder mag man nicht, es hat schon einen Weg beschritten und die ganze Musikindustrie, die Musikdarstellung, alles in eine andere Richtung gebracht. Ja, wie gesagt, ich werde diese Sachen, die jetzt nicht so spannend sind, einfach schneller weiter scrollen. Retail Stores war natürlich auch ein Thema. In den USA natürlich. Und ja, man kann jetzt sagen, was will. Mir gefallen diese Stores einfach. Ich finde es einfach genial mit diesem schlichten Design, diesen Holztischen da. Erinnert mich ein bisschen an Ikea und dann einfach der Hightech, der da drauf steht. Also nicht ablenken mit irgendeinem Schnickschnack rundherum, sondern einfach wirklich das Ganze auf die Sache konzentrieren, um was es geht. 700 Millionen iDevices verkauft bisher. Eine unglaubliche Zahl. 700 Millionen. Unglaublich. Dann ging es auch schon um iOS 7. Wurde natürlich präsentiert von Craig, einer der Chefentwickler oder sogar der Chefentwickler. Ja, und hier das Display, das Aussehen des iOS 7. Es hat ja, wie die ersten Bilder aufgetaucht sind, ja, solche Meinungen gegeben, alle beide Richtungen. Die einen waren begeistert, die anderen weniger. Vor allem dieses Flat Design, dieses Farbenspiel, zu bunt haben die einen gesagt und zu schlicht die anderen. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das. Erstens mag ich einfach mal was Neues haben. Ich finde es einfach genial, dass da ein bisschen ein neuer Schritt gemacht hat, ein neues Design kommt. Und ich persönlich mag es. Also, das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Mir gefällt das so sehr gut. Es rennt nur vom Ausschauen her. Ja. Es kommt ja mehr als nur das Design. Hier der Kalender zum Beispiel, der Hintergrund mit dieser Unschärfe und dergleichen. Also, mir gefällt es wirklich. Aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Notification Center mit der Suchfunktion. Es ist möglich, sogar Tweets zu durchsuchen mit Siri. Also das kann wirklich da jetzt entsprechend fast systemübergreifend suchen. Eine tolle Sache. Hier das Design, wenn jemand anruft. Hier sieht man auch die virtuellen Tasten anders gestaltet. Es gibt auch neue Klingeltöne. Ja, das ist was, wo ich sage, okay, welche News. Ich meine, Klingeltöne interessiert heutzutage eh keinen mehr. Man, da nimmt man sich seine Musik auf oder was man haben will und es geht einfach. Man weiß, iOS ist immer sehr, 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 ja, eng gehalten worden, was es betrifft. Hier Fotostream, alles in der Jahresübersicht. Da sieht man jedes einzelne Foto, unglaublich, wie das ausschaut.
iTunes Radio, ja, das war ja auch schon länger angekündigt, dass man Radio hören kann über iTunes, also ein Radiosender, der live streamt und man hört das einfach so, wie es auch, was gibt es da, Soundcloud, so in der Art und Weise, aber das ist wirklich irgendwie Radio, ich weiß es selber nicht, momentan ist es ja nur in den USA, aber ich denke, es wird dann auch bald einmal zu uns kommen. Ich denke jetzt schon, dass Apple dafür sorgen wird, dass entsprechend Verträge zustande kommen und sicherlich für den einen oder anderen auch eine tolle Sache. Ich frage mich schon langsam, da hört man in Deutschland immer wieder von weniger Geschwindigkeit bei den Anbietern und so weiter und Drosselung und Co. Und wird aber immer mehr kommt, aber für das Online-System. Also ich weiß nicht, wie das so richtig klappen soll. Auf jeden Fall toll ist, iOS 7 kommt am 18. September. Da wird es released. Die Golden Master ist schon draußen. Die Golden Master, wie die ersten Tweets gewesen, ich gelesen habe, dürfte schon auch die Final Version sein. So, hier sieht man auch meine Übersicht. iOS 7 im neuen Design, also auf das freue ich mich wirklich und ich denke, es ist für Apple ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt hier endlich mal was zu machen bei ihrem Betriebssystem für das, für die Devices, für die mobilen Devices, weil ja, iOS 6 war zwar nett, aber es ist einfach schon veraltet gewesen. Ja. Also es wurde wirklich Zeit, dass da was geschieht. Tim Cook ist wieder in der Reihe, es geht um iWorks, iWorks Mobile, also iWorks für iPhone und iPad und Pages ist ja die Textverarbeitung dafür. Numbers, Keynote, Numbers ist die Tabellenkalkulation, wie man hier auch sieht und Keynote ist einfach die Präsentationssoftware für die mobilen Geräte, beziehungsweise Präsentationssoftware jetzt fällt es mir nicht ein, wird es von Microsoft. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall sowas wie PowerPoint. Jetzt habe ich es wieder wie PowerPoint. Und es ist wirklich eine tolle Sache. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit mit der Keynote. Und iMovie hier zu sehen auch für das Device. Und das kurz zusammengefasst, diese Apps werden jetzt kostenlos auf allen neuen iOS-Geräten. Also hier sehen wir es nochmal. Keynote, Pages, Numbers, iPhoto und iMovie kostenlos auf den Devices. Man, Sinnhaftigkeit von Numbers und Pages auf einem iPhone, von Keynote auf einem iPhone, lasse ich mal dahingestellt. Man so richtig arbeiten damit kann man nicht. Bei der Keynote lasse ich es nur eingehen, dass man vielleicht eine Präsentation präsentiert mit dem iPhone. Das lasse ich nur eingehen, aber alles andere kannst du eigentlich knicken. Also da muss schon mindestens ein iPad Mini hier, dass das Ganze Sinn macht. Aber gut, so mancher will es haben und will es auch verwenden. So, das iPhone, das war jetzt der wichtige Punkt von dem ganzen Abend, wurde dann präsentiert. Laut Cook das meistgeliebte und bestverkaufte iPhone, das iPhone 5. Ja, das hört man bei jedem, kommt bevor man alle jammern immer, man braucht es nicht oder es wird wieder ein Ladenhüter und dann verkaufen sie es trotzdem. Hier sieht man die Timeline, die Verkaufszahlen von iPhone, also da wo es losgegangen ist. Es ist drauf bis hier Mitte 2013. Also die Verkaufszahlen sprechen schon für sich. Es ist natürlich kein Vergleich mit anderen Geräten, aber wir bleiben einfach im Dorf und es passt. So, Phil Schiller. So, hier das Design, altes und neues iPhone, 7 nicht großartig viel. iPhone 5C, ja, war ja schon lange ein Gerücht, dass sowas kommen will oder kommen soll, iPhone 5C. Das C war immer so eine Sache, für was steht das C, aber das werden wir gleich sehen. Das C steht eindeutig für, Moment, wollen wir es, für Color. Das iPhone 5C wird eine billige Variante, will ich es nicht sagen, denn der Preis ist wirklich gesalzen, das kommen wir nachher noch zurück, aber es ist auf jeden Fall eine Version. Im Prinzip ist es technisch gesehen ein iPhone 5 in einer Kunststoffverpackung. Die Rückseite und der Rahmen sind aus Kunststoff, aus Polycarbonat und Polycarbonat kennen wir an und für sich schon von den MacBooks, von den weißen, ich weiß nicht, ob ihr noch erinnern könnt. Und natürlich gibt es auch genau Covers dazu. Und dieser Kunststoff, muss ich sagen, den finde ich nach wie vor sehr angenehm. Also meine Mutter hat so einen MacBook und jedes Mal, wenn ich es in der Hand nehme, finde ich es einfach sehr, sehr, sehr hochwertig, auch wenn es ein Kunststoff ist. 4 Zoll Retina Display, 8 Megapixel Kamera und der A6 Prozessor, also im Prinzip ein iPhone 5. Hier haben wir es nochmal schön zu sehen mit dem Rahmen, grellgrün in diesem Fall.
eine neue FaceTime-Kamera, die besser sein soll im Dunkeln. Hier sieht man es auch nochmal. FaceTime und so weiter und so fort natürlich mit dabei. LTE mit größerer Frequenzunterstützung. Wird es dann auch in Deutschland funktionieren? Bei mehreren Anbietern, nicht nur bei einem. Die Preise hier, die könnt ihr mal knicken, das sind die amerikanischen Preise, wenn man einen Zweijahresvertrag hat. Und ich kann es euch gleich sagen, das iPhone 5C kostet in Deutschland, man sieht es da schon, um 599 Euro in der Basisversion. 599, aber das iPhone 5S, also das bessere mit einem Haufen neuer Features, auf die kommen wir gleich, kostet 699 Euro. Also 100 Euro Unterschied, das ist nichts. Und seid nicht böse, wenn ihr die Features vom iPhone 5S jetzt dann sehen werdet, kauft sich doch kein Mensch mehr das iPhone 5C. Ich verstehe diese Preisgestaltung überhaupt nicht. Begreife nicht, wenn es auch mir ginge, also wenn ich was zu sagen hätte, müsste man sagen, das iPhone 5C kann maximal 400 Euro kosten, also 399, das lassen wir eingehen. Aber 599 gegen 699, mit dem Unterschied, was da herkommt, unverständlich für mich, wirklich absolut unverständlich. Hier sieht man nochmal die Farbenvielfalt, blau, weiß, rot, gelb, grün. Verschiedene Cases gibt es dann dazu. Ja, die gefallen einem oder gefallen einem nicht. Dann sicher, man hat die Möglichkeit, ein bisschen das Ganze bunt zu gestalten. Würde natürlich schon Interessenten geben, die sowas wollen. Man, ich denke an unsere jüngeren Zuschauer vielleicht, die ein bisschen bunt wollen und die Mädels vielleicht. Oder natürlich auch der Markt, der ja angestrebt wird von Apple, China und dergleichen, Indien. Da weiß man schon, die sind ein bisschen bunter unterwegs, kann es schon sein, dass es interessant wird. Arsenfrei, quecksilberfrei und androidfrei. Ja, okay, nicht schlecht. So, Johnny Ive, der Designer, der für das Design bei Apple zuständig ist, wieder in einem Video zu sehen. Der war, glaube ich, bei allen Keynotes nur einmal per Telefonkonferenz zugeschaltet. Sonst war er immer oder nie da. Den sieht man nie live. Der ist immer nur mit einem Video präsent. Das ist ganz spannend, der hält sich da eher zurück. So, hier das Innendesign. Man sieht, der Rücken ist verstärkt mit Metall und dieses dient dann auch als Antenne. Also der Empfang dürfte wahrscheinlich besser werden mit diesem iPhone. Natürlich Kunststoffrückseite, schirmt nicht ab. Ja, könnte interessant sein. Ja, wie gesagt, Design ist immer so eine Sache. Ja genau, die Farben des iPhone 5C in Kombination mit den Cases gewöhnungsbedürftig. Ja, das kann man jetzt... mag man nicht, das kannst du ja selber entscheiden. Ich habe dann auch während der Präsentation schon oft gelesen, na, was soll der Schmarrn und so weiter. Und ja, es muss ja keiner kaufen. Ja? Ich finde schon nett, dass die Möglichkeit da ist und so kann, hey, ja, mir gefällt das Bunte, ja, finde es toll. Ja, dann kauft es euch. Wenn du sagst, nein, ist nicht meins, dann halt nicht, nein, ist ja kein Problem. So, iPhone 5S. Jetzt ist interessant. Und das ist, hat wirklich ein paar Knaller dabei. So, schau mal. Es ist gespickt mit unglaublicher Technologie. Jupp. Ja, und da der erste Knaller, wo sich Leute an den Kopf gegriffen haben, es kommt in Gold. Das Gold iPhone Dual-LED-Blitzer. Ein großer Schritt in vorwärts in mobiler Performance. Das werden wir alles noch sehen genauer. Ja, hier sehen wir schon in Gold. Bah, da gab es Aufschrei bei der Präsentation. Ich muss sagen, ja, sollen sie es halt in Gold machen? Ich kaufe es mir in Gold sicher nicht, aber was wetten, es gibt genug, die es in Gold haben wollen. Klar, sonst, man, nicht böse sein, Apple weiß, was sie tun. Und das habe ich immer schon bewiesen. Apple hat was gebracht, alle haben geschrien, verkauft sich nicht, braucht keiner und trotzdem hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Natürlich fragen die Leute, natürlich wird analysiert, was Sinn und nicht Sinn macht. Also, ich glaube nicht, dass er floppt, weil es gibt sicher Käuferschichten, die ein goldenes iPhone 5S haben wollen. Bin mir sicher. So, A7-Chip. Und das ist auch eine ganz tolle Sache. Das ist das erste iDevice, das erste mobile Device mit einem 64-Bit-Prozessor. 64-Bit, das heißt mehr Bandbreite, mehr mögliche Leistung. Mal schauen, ob es dann auch entsprechend umgesetzt wird. Was ist jetzt wirklich, ich meine, das ist wieder so ein Vergleich, wo ich sage, merkt es der Endkunde? Kommt auf die Software drauf an, ob die das wirklich voll unterstützt, ob sie es auch überhaupt braucht. Werden wir sehen. Der A7-Prozessor besitzt doppelt so viel Transistoren wie der A6. Okay. Hier noch ein bisschen Technik, Firlefanz, 74
8-Bit-Architektur und, weil es hört sich alles schön an, nur für mich als User ist die Frage, wenn ich es in die Hand nehme, was passiert, wie schaut das aus, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Der Prozessor unterstützt beide Apps, also 64-Bit, aber auch die alten, und Anführungszeichen 32-Bit-Prozessanwendungen. iOS 7 unterstützt das Ganze natürlich mit 64-Bit, Kernel, Libraries und Drivers. Also das ist alles dann schon integriert, also es kann sowohl als auch betrieben werden, sprich die Software, sowohl 32-Bit als auch 64-Bit Software läuft problemlos mit iOS 7. Angeblich ist der Prozessor und der Grafikchip doppelt so schnell. Tja, und der A7 ist 40 mal schneller als der Prozessor im ersten iPhone. Naja gut, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Hier sieht man den Geschwindigkeitszuwachs. Bis zu heißt es immer. Ja, das sind immer so Ausdrücke, bis zu. Natürlich wahrscheinlich irgendwelche Benchmark-Programme oder irgendwas. Das hat für mich ist immer wichtig zu sehen, was hat das für Auswirkungen in der täglichen Arbeit. Ja, ich meine, dass es bei Spielen vielleicht einen Sinn macht, das kann schon sein natürlich. Da kommt hier Infinity Blade 3 wird daherkommen. Und dass das die Leistung ausnutzen kann, kann ich mir schon vorstellen, vor allem nachdem die das ja schon wissen und schon darauf hin entwickelt haben, natürlich, wenn sie das Optimale rausholen. Für mich ist das iPhone jetzt nicht so das Mega-Spielgerät, also für mich spielt das jetzt nicht so die Rolle, ob das wirklich jetzt alles so huckelfrei und flüssig läuft. Für mich ist es ein Mobile Phone, mit dem ich sowohl Internet-Surfe, E-Mails abrufe, Kalender verwalte und. Also für mich ist es mehr Arbeitsgerät und Spaßgerät als Spielgerät. So, was man hier schon sieht, ist dieser Ring da beim Home-Button und der wird noch eine entscheidende Funktion haben. Ja, hier sieht man das Infinity Blade. Ja, hier das sind das Screen, also das, die Bilder sind natürlich von der Keynote runter fotografiert mit einer Kamera und dann eben hier von mir ist hier vergrößert auch. Also das sagt noch gar nichts aus. Es sieht wieder mal ganz toll aus. Infinity Blade, ja, hat es damals auch schon ausgesehen. Also. So, es gibt auch den M7, einen Bewegungsprozessor. Und das ist dann interessant für Fitness-Apps und so weiter. Also sprich, viele Sachen wird dann direkt von diesem Chip aus gelesen, also von Bewegung und so weiter. Also bei Nike musste man seinen eigenen Sensor zum Beispiel beim Schuh montieren oder was, oder hat es irgendwas gegeben. Das braucht man jetzt nicht mehr, weil das alles in einem M7-Chip drinnen ist. Also das Handy agiert mehr oder weniger schon ein bisschen ist eigentlich schon selber dieser Sensor und bietet natürlich noch weitaus noch mehr Möglichkeiten für andere Apps und für so Zubehör damit zu kommunizieren. Man sieht hier, das hier ist alles im M7-Prozessor drinnen. Wie die Software das dann anspricht, ja, das wird das Interessante werden. Ja, Nike Move, die neue App, wird davon dann Gebrauch machen. Ja, Akkulaufzeit, immer ein heißes Thema. 10 Stunden Telefonie über 3G, 250 Stunden Standby. Bla bla bla. Wir wissen jetzt, dass das also Theoriezeiten im Labor irgendwo rausgetestet werden. Die Realität ist die Frage, wie schaut es aus, wenn ich das Handy habe. Und jedes Mal, oder immer wenn man so Leute hört, die jetzt von einem normalen Brickphone umsteigen auf sein Smartphone, ja, der Akku hält nur einen Tag oder zwei Tage und so weiter und so fort. Dann sage ich immer, ja, du musst vergleichen, was machst du jetzt? Ich meine, das ist ein normales Handy, wo du nichts machen hast können. Eh ganz klar, dass der Akku ewig hält, weil du einfach nichts tust damit. Du tust nur telefonieren, das weißt du wieder. Aber so ein iPhone, jetzt schaut mal, wie oft hat man das in der Hand? Das ist ja furchtbar. Das machst du auf, SMS schauen, WhatsApp schauen, E-Mail schauen, was surfen, Nachrichten schreiben. Du tust ja fast permanent irgendwas mit dem Handy, mit dem Smartphone. Ja, kein Wunder, dass der Akku nicht aushält. Meine, du hast immer mutzmäßig viel Auflösung, klares Display, hell muss es sein und. Da geht einfach die Power schneller aus, wie bei einem Nokia 3310, was zwei Wochen Akkulaufzeit hatte. Ja, ist eh klar, da war ja nichts drauf. Also ist immer so nicht so ganz ernst zu nehmen, diese Akkulaufzeiten für meinen Begriff. Ja, hier sieht man noch entsprechend einen Screenshot von dieser Möglichkeit vom M7-Prozessor. Das dürfte so ein Bewegungssensor, Bewegungsauswertung sein, ach, was weiß ich. 10 Stunden Surfen über LTE, 40 Stunden Musik, die Kamera im iPhone 5S. Ja, das ist auch eine interessante Sache. Die Linse besteht aus 5 Elementen, also im Prinzip 5 Linsen übereinander. Das ist einfach eine Bauart von Objektiven. Spannend, ich finde, was ich einfach spannend finde, das ist so klitzeklein und trotzdem wird das da eingebaut. Also das finde ich spannend. Der Sensor ist um 15% größer wie der vom iPhone 5. Mehr Sensor,
bessere Bildqualität. Das ist natürlich eine klare Sache. Die neue Kamera-App, also wenn man da ein Foto macht, dann macht die Kamera-App automatisch mehrere Fotos und sucht sich von diesen automatisch dann das Beste raus. Also man sieht immer nur ein Foto, die Kamera intern macht aber gleich mehrere Fotos. Interessante Sache, was auch ganz toll ist, der neue Blitz. Man hat gesehen, das ist ein Dual-Blitz und True Tone nennt sich der. Und da ist das Schöne, dass dieser Blitz verschiedene Farben blitzen kann. Sehen wir auch noch gleich. Hier haben wir eben diese Auswahl von mehreren Fotos, wo sie die richtige raussucht, und hier geht es um den Blitz. Das Problem ist ja, wenn man mit einem normalen Blitz arbeitet und Personen fotografiert, die schauen dann so gruselig aus. Das wird dann so komisch aufgehellt, weil einfach diese Lichtwärme von einem Blitz, also ein kaltes Licht ist, und es einfach nicht zusammenpasst. Und der Blitz, den jetzt das iPhone 5S hat, ein Dual-Blitz, der kann verschiedene Farben darstellen, mehr oder weniger, so einen gewissen Bereich, und blitzt dann mit der Farbe, die einfach am besten zu der Umgebung dazu passt, um jetzt die Person, die fotografiert wird, nicht irgendwie so entstellt darstellen zu lassen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, und ja, da bin ich gespannt, wie sowas funktioniert, oder wie sich das in Natura dann zeigt, weil ich bin mit der Kamera vom iPhone 5 auch schon sehr zufrieden. Am Tag ist es kein Problem, aber am Tag kannst du mit jeder Kamera ein Foto machen fast. Also interessant wird es immer bei diesen Blitzaufnahmen. Aber ich finde es spannend, dass das überhaupt eingebaut wurde, dass man so und das denkt, dass diese Möglichkeit da ist. Also der Blitz kann über 1000 verschiedene Variationen erzeugen. Man sieht hier, vielleicht hier unten ist ein bisschen gelblich, oben ist ein bisschen weniger gelb. Also es sind zwei Blitze, die einfach dann entsprechend zusammenmischen, wie die Farbe passen soll. Es gibt einen Burst-Modus. Das ist auch eine geniale Sache. Da werden 10 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Und das beste Foto wird dann eben präsentiert. Also ist hier genau so eine Sache, wenn man bei Sportaufnahmen macht. Man sieht hier unten die Timeline, also die Fotoline. Und die Videokamera, das ist auch eine super Slow-Motion-Funktion. 120 Frames per Second bei einer Qualität von 720p. Also 1280x720 mit 120 Frames per Second. Also das ist eine geniale Sache. Da kannst du wirklich tolle Zeitlupenaufnahmen machen. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Man hier steht schon nur 720p, nicht Full HD. Weil bei 120 Frames in der Sekunde finde ich 720p für meinen Geschmack völlig ausreichend. So, hier sind ein paar Beispielfotos, die kann man jetzt natürlich auch nicht als Richtwert sehen, nachdem, wie gesagt, das Ganze abfotografiert wurde. Aber ich denke schon, dass die Fotoqualität in Ordnung ist. Panoramafotos mit 28 Megapixel, die Panoramafunktion, wirklich eine tolle Funktion, die ich beim iPhone 5 liebe. Kennt das, wo man die mit der Kamera einfach so rüberschwenkt? Das haben auch Spiegelreflexkameras schon teilweise, und ist eine tolle Sache, gefällt mir nicht gut. Werden auch wirklich, wirklich gute Bilder. Sicherheit, ja, jetzt kommt ja wirklich der Knaller. Es wurde ja schon gemunkelt. Touch-ID, Fingerabdrucksensor. Absolut phänomenal. Ich finde es genial, in einem Telefon einen Fingerabdrucksensor einzubauen, vor allem diese Art von Fingerabdrucksensor. Der Sensor an sich ist im Home-Button untergebracht. Ihm ist egal, mit welcher Richtung man den Daumen oder eben den Finger drauf hält, also er geht in 360 Grad. Und ja, es reicht leicht drauf zu drücken und er erkennt das sofort. Also das finde ich wirklich toll. Der Silberring, den wir gesehen haben, und den Homebutton, das ist nur sowas wie ein Indikator, dass das Handy merkt, hoppala, der Finger ist jetzt drauf, ich muss jetzt scannen. Eine tolle Sache, man kann jetzt zum Beispiel iTunes-Einkäufe alleine mit dem Fingerabdruck bestätigen. Also ich brauche jetzt nicht mehr immer wieder das Passwort einzugeben, sondern es reicht Fingerabdruck drauf und fertig. Das Ganze funktioniert so, dass im iPhone das Passwort mehr oder weniger mit dem Fingerabdruck verknüpft ist. Das bleibt aber am iPhone, also es wird nicht irgendwo hochgeladen, es bleibt am Telefon, es wird nicht in die Cloud geladen oder in der Cloud gesichert, der Fingerabdruck. Am Telefon wird gesagt, schau, dieses Passwort hat diesen Fingerabdruck, deshalb kann ich einfach mit diesem Fingerabdruck genauso bestätigen wie mit dem Passwort. Man sieht hier den Aufbau dieses Sensors, man sieht hier den normalen Schalter, dann haben wir hier den,
den Touch-ID-Sensor, also den Sensor für die Fingerabdruckabnahme. Dann haben wir den Detection Ring, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Ring, der einfach die Spannung misst und merkt, hoppala, da ist was drauf. Und da ist ein Saphirglas drüber, was dann kratzfest ist. Tolle Sache. Das Ganze ist in iOS integriert, das heißt, wir würden sicher viele Sachen mit diesem Fingerabdrucksensor bestätigen oder machen können. Man kann natürlich mehrere Finger erfassen, also nicht nur einen, wenn man sich da verletzt oder was, wäre es ja blöd. Man kann mehrere aufnehmen, also mehrere programmieren. Also das finde ich wirklich eine tolle Sache. Hier haben wir zum Beispiel statt dem Passwort, ich kann das Passwort auch eingeben, aber statt dem Passwort mache ich nichts anderes, Finger drauf, zack, bestätigt und gekauft. Tolle Sache. Mehrere Fingerabdrücke, genau. Saphirglas, habe ich schon erwähnt, ist die Abdeckung vom Home-Button. Und wie gesagt, noch einmal, die Fingerabdrücke werden nicht auf Apples Server, sondern auf der iCloud gespeichert. Es ist lokal am iPhone gespeichert. Ob das die NSA kratzen wird, hier als Kommentar von Apfeltalk. Naja, zumindest müssen sie dann zu mir kommen und mein Telefon auslesen. Hier zum Beispiel so verschiedene Versionen von Fingerabdrücken und die Auswertungen sieht man hier ein bisschen so. Ja, soll uns nicht kümmern, wie das im Hintergrund läuft, hauptsächlich es funktioniert. Preis ist iPhone 5, ich habe schon angemerkt, diese Preise hier sind rein fiktiv, weil es die amerikanischen Preise mit 2 Jahresvertrag sind. iPhone 5S bei uns 699 Euro, 599 iPhone 5C. Unglaublich, für mich nicht nachvollziehbar. Ja, das heißt, iPhone 5S diesen Preis hat mit 699, ja, ist halt so. Wir können hier nochmal schauen, ich zeige es euch kurz, bei apple.de, also im deutschen Apple Store sieht man es auch schon, wenn ich hier reinhüpfe. Bei uns in Österreich geht es ja noch nicht. Da haben wir es eh, iPhone 5C ab 599, iPhone 5S ab 699. Sowohl, das sind immer wieder die 16 GB Varianten, wie gesagt, das geht rauf bis 64 GB. Es gibt keine 128 GB, die an und für sich auch irgendwie gehofft wurden, obwohl ich nicht verstehe für was. Hier zum Beispiel beim iPhone 5C kommen wir sowieso nur bis 32 GB und kostet dann auch 699. Also wie gesagt, für mich komplett unverständlich. Aber gut, es wird schon seine Käufer finden. Ja, hier die drei Hauptfeatures, A7 Prozessor, Kamera und der Fingerprint Sensor. Für mich das Genialste ist ein und für sich der Fingerprint Sensor und die 120 Frames per Second für die Slow Motion. Die finde ich wirklich genial. Der Blitz auch noch, genau, den müssen wir auch noch nehmen und alles andere ist nett. Ist nett, aber nicht was sage, ich muss jetzt mein iPhone 5 deshalb hergeben. Diese drei Features, die hier sind, also die Kamera, speziell die Kamera und der Fingerprint-Sensor, ich weiß auch nicht, ob das schon ausreicht, mich jetzt von meinem iPhone 5 wegzukriegen. Ich weiß nicht. Man, schauen wir mal, wenn es soweit ist, wenn ich mal sehe, was in Österreich, wann es verfügbar sein wird, vielleicht passt es gerade, mal schauen. iPhone 4S mit 8 GB bleibt im Line-Up, das ist dann für viele Anbieter die Gratis-Version für Verträge und so weiter, also das wird sicher bleiben. iPhone 5 wird komplett durch das 5C ersetzt, ja, ist ja im Prinzip nichts anderes. Hier sehen wir noch eine Übersicht im amerikanischen Store mit 2 Jahresvertrag allerdings, ja. Also auch nicht so spannend. Vorbestellung ab 13. September. In Deutschland kommt das iPhone 5C 5S ab 20. September. Österreich, Schweiz kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, da schaue ich mal durch die Finger, macht aber nichts, das lasse ich mir auf mich zukommen. Für mich persönlich ist iOS 7 einfach der Knaller momentan. Das ist für mich das Wichtigste, alles andere ist nett. Kann ich leicht warten. Bis Dezember sollen die neuen iPhones in 100 Ländern erhältlich sein, sprich bis zum Weihnachtsgeschäft gibt es das auch wahrscheinlich in Österreich und in der Schweiz. Am 20. September geht es hier los. Natürlich könnte ich jetzt drüber fahren mit Raubumans kaufen, aber na, es redet man nicht davon. So, dann kommen schon die Werbespots und so weiter. Der Tim ist wieder hier. Ja, und da geht es auch schon Richtung Ende zu. Es geht wieder um Musik. Elvis Costello ist hier und singt ein bisschen. Tja. Das war es dann auch schon wieder. Mit diesem Bild schließen wir diese kurze Zusammenfassung ab. Also nochmal kurz für mich Revue passieren, für euch iPhone 5C, ein iPhone 5 mit Polycarbonat-Cover, für meinen Geschmack zu teuer, 5,99, zu teuer für meinen Geschmack.
iPhone 5S, tolle Features. Tolle Features. Fingerabdrucksensor finde ich genial. 120 Frames per Second finde ich genial. Und die Blitztechnik finde ich auch interessant. Interessant, mal schauen. 6,99, ob es der Umstieg wird, weiß ich noch nicht. Lass mich vom Überraschen mal schauen. Auf was ich mich definitiv am meisten freue, ist iOS 7. Brauche ich nicht reden. Ich freue mich auf iOS 7. Mir gefällt es irrsinnig gut. Ich mag das unbedingt haben. Schreibt mir eure Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Was haltet ihr von den Preisen? Was haltet ihr von den Features? Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.